Patricia ist schon ein erfahrener Hase im Trucker-Business. Dass sie einmal einen Truck selber lenken will, wusste sie schon im zarten Alter von 14 Jahren. Heute sind ihr die größten Herausforderungen gerade gut genug. Wir fahren jetzt zur Firma Wihag nach Altheim und laden eine Fuhr Leimbinder. Ist ganz interessant, das ist eine stehende Fuhr. Länge haben wir dann 34 Meter und fahren damit nach St. Michael in der Obersteiermark auf eine Baustelle, eh klar. Und die werden auch direkt dann vom LKW aber versetzt quasi. Das heißt, die Betonsteher, die sind die Stängern und wenn alles richtig zusammenpasst, dann geht das eigentlich relativ flott. Das oberösterreichische Trucker Babe ist heute mit einem neuen Auflieger unterwegs, dem Doppelteleskop. Der lässt sich auf über 30 Meter verlängern und erzaubert ein besonderes Lächeln auf Pazis Lippen. Heute nützt man auch nicht ganz aus. Also vom Ausziehen her gingen nur 3,5 Meter mehr, als wir heute brauchen. Also mit dem Doppeltele kann ich auf ungefähr 30 Meter Ladungsfläche gehen. Ja, 6 Meter Überhang. Glaube ich, kriegst nur Genehmigung, also nicht ganz 40 Meter Gesamtlänge bringen wir zusammen mit ihm. Und heute haben wir 34, also ein bisschen was geht da schon noch. Zeitgerecht ist Patricia bei der Verladestelle der Firma Wihag. Vielleicht ein klein wenig zu früh. Darf ich schon reinfahren? Oder jetzt stehen zwei drinnen, gell? Aber für Patricia stellt sich jeder Schlagbaum auf. Hallo, hier spricht dein. Wenn wir warten müssen, können wir zumindest dabei alles vorbereiten zum Laden. So, das heißt, das Drehlicht gehört montiert, dann ziehen wir einen Aufleger aus. Wir ziehen den 12 Meter aus heute. Wir haben ja die Fuhr schon mal gefahren auf die Baustelle, deswegen weiß ich, dass es dann genau passt mit dem Überhang. Wir dürfen 5 Meter Überhang haben und 34 haben wir dann, also das passt genau. Das sind jetzt 3 Meter und das zweite Loch, was ich habe, ist wieder bei 3 Meter, also kann ich schon zumachen. Und wenn wir dann dort sind, schnappt es zu automatisch. Jetzt machen wir den zweiten Zug auf. Zweiten Auszug. Muss man mal schätzen beim Vierifahren. Die übrige Zeit nützt Patricia, um die Rungen auf dem Auflieger vorzubereiten. Wie breit die Ladung sein wird, weiß Patricia ja schon. Und dann kommt die Ladung. Majestätisch und mächtig. Patricia hat alles soweit vorbereitet und es gibt kaum etwas für sie zu tun. Dachbinder, durch das sind sie ein bisschen vorgespannt und wegen dem liegen sie auch nur auf 2 Punkte auf, weil sie eben vorgespannt sind. Also es ist wie mit dem Nachläufer, wenn wir es fahren, da liegen sie auch nur eben vorne und hinten beim Bug auf. Wie gut Patricia vorgearbeitet hat, zeigt sich beim Absenken der Ladung. Das passt auf den Millimeter. Nur hinten steht's etwas über, aber das war klar. Na, 34, passt schon. 4,30 Meter kann man Überhang. 5 Meter darf man haben, ein bisschen mehr Überhang war gar nicht so blöd, aber ich habe nur mehr Meterabstände jetzt zum Ausziehen und dann haben wir 5,30 und dann sind wir drüber. Also belassen wir es bei 4,30. Es folgt Patricias Leimbinder-Bondage. Das Ganze nennt sich Kreuzvergurten. Magst du mir den noch mal ein wenig umhauen? Da will ich nicht. Das heißt, wir ziehen mit 2 Gurt einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, weil sie eben stehen sind und das ist gar nicht ungefährlich. Wir haben jetzt drauf ca. 20 Tonnen sind die 3 Träger. Also Gesamtgewicht habe ich 42 Tonnen und genauso ist genehmigt da. Also normal ist 40. Also
wenn wir sich ehrlich sind, bei dem Gewicht, gell, wenn die Binde das Gehen anfangen, ist das mehr ja, Deko. Aber ja, es schaut gut aus und ein bisschen Halt ist doch auch gegeben. Und, ja. Und dann beim Abladen haben sie auch nicht schlecht zum Binder sichern, dass man gut umspannt über die Rungen. Also ja, hilft's nicht, schaut's nicht. Ist die Devise. Patricia hat inzwischen die Leimbinder fast fertig vergurtet, möchte man meinen. Aber Patricia bringt immer noch mehr Gurte und möchte die Ladung unbedingt so gut sichern, wie es geht. Und das soll ich nicht sein, gell? Dass die gut zusammenstehen, weil die reiben sich auf. Warte, müsst ein wenig um. Wie gesagt, Gurten dürfen nicht reiben, weil dann fliegen sie. Nein, Reibung ist bei Gurten nicht so gut. Aber wenn die gut zusammenstehen, die reiben sich gegenseitig auf und dann reißen sie. Und das braucht man nicht mit der Ladung. Ja. Ein letztes Mal noch festziehen, dann ist alles bereit für die Abfahrt. Und damit setzt sich Patricias Zug mit einer Länge von 42 Metern in Bewegung. Der erste Teil der Strecke führt über Landstraßen und Kreisverkehre und ist deshalb einigermaßen anspruchsvoll. Doch Patricia ist relaxed, verlässt sich auf ihr Können und auf die Begleitfahrzeuge samt Begleiter, denen sie voll und ganz vertraut. Begleiter, das ist auch so eine Geschichte. Also, auf die muss man sich halt verlassen können und das sind einfach die Augen hinten. Also, der sagt mir auch, was ich nicht mehr sehe. Also, mein Überhang, mein Arsch, wenn wir dann irgendwo reinfahren, wo es einfach ein wenig enger ist oder beim Kreisverkehr, das hört man eh, wenn sie ansagen im Funk. Und da muss man sich halt 100% verlassen können. Ich muss sagen, man kennt das eigentlich eh gleich, ob der was kann oder nicht. Oder ob er einfach weiß, was er tut, sagen wir so. Also ich habe aber vor allem in Deutschland schon Begleiter gehabt, also da greifst du aufs Hirn. Also das sind für mich keine Begleiter nicht, das, ja. Und, aber ich muss sagen, in Österreich, also habe ich nur selten wem gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, Alter, bleib einfach daheim und tu Fernsehen oder was ist gescheiter. Weil dann macht es sich Patricia lieber selbst. Patsy ist cool und lässt sich durch fast nichts aus der Ruhe bringen. Außer es will jemand ihren Truck. Dann hört sich der Spaß auf und das Trucker-Babe fährt die Krallen aus. Ja, ich gebe mein Auto nicht gern her, das stimmt, ja. Also ich gehe ganz ungern in Urlaub. Weil, naja, zwei Wochen steht bei uns halt das Auto nicht, dann, ja. Also das tue ich ganz ungern. Letztens aber war es soweit und Patsy musste einige Wochen zu Hause sitzen. Ja, und dann schreibt mir ein Spätzl, ey, Patsy, geh mal auf einen Kaffee dann. Und ich, wieso auf einen Kaffee? Ja, du stehst ja in Seiger Hans mit Tierflader dran. Sag ich, bitte was? Sag ich, ich melde mich gleich wieder. Aufgelegt, in der Firma angerufen, wer fährt mit mein los? Wobei ich sagen muss, das war einfach wirklich auch das Thema, ich muss daheim hocken, weil wir keine Arbeit haben. Und dann huckt irgendwer anders in meinen Lastwagen, gell? Und da kriege ich Allergie. Dann habe ich angerufen, wer fährt mit meinem Lastwagen? Und der Hannes, der Disponent, sagt, der Chef hat es ihn ausgeglichen, hat er gesagt. Der hat nämlich einen LKW holen müssen von uns irgendwo in Deutschland. Sag ich, ach so, okay. Aber, ja, und das hat halt mein Chef auch mitgekriegt. Und dann habe ich schon ein SMS gekriegt. Liebe Patsy, es tut mir sehr leid, dass ich mir deinen LKW ausgeliehen habe. Dass mir ja immer wer sehen muss. Ja. Trucker-Babe Patricia ist mit über 40 Meter Gesamtlänge auf ihren letzten Metern Autobahn und gönnt sich die Ruhe vor dem Sturm. Kurz nach der Abfahrt liegt nämlich ein Kreisverkehr, den das Trucker-Babe überwinden muss. Langsam zeigt sich die Konzentration in Patricias Gesicht. Eines der beiden Begleitfahrzeuge rast voraus, um den Verkehr im Kreisverkehr zu stoppen.
Patricia wird aufgrund der Länge ihres Transports den Kreisverkehr auf die englische Variante durchfahren. So der branchenübliche Fachjargon, das heißt links herum. Aber ob links oder rechts, jetzt ist vollste Konzentration nötig. Kaum ist Patricia durch, werden hinter ihr die Straßen- und Verkehrsschilder wieder positioniert. Doch das war's noch nicht mit den Herausforderungen für Patricia. Es folgt noch die Baustelleneinfahrt und die ist besonders eng. Patricia muss die ferngesteuerten Hinterachsen ihres Aufliegers voll einschlagen, um hier noch die Kurve kratzen zu können. Geschafft. Fast. Naja, rechts am Eck steht ein Auto und da kommen wir nicht rein, oder? Außer mit Schwung. Aber ich glaube, da hätte der Besitzer auch keine Freude. Ich denke, er kommt gleich und fährt weg. Also, jetzt müssen wir halt kurz warten. Ich meine, dass er mir ein wenig zu blöd ist. Weißt du, wenn er da noch mal zurückfährt? Naja, wenn wir vorwärts da hinten rein müssen, wo der uns letztes Mal gesagt hat, dass wir rückwärts rein müssen, da müssen wir einen Arschling reinschieben. Wir haben gestern abgeschlossen, okay? Ich weiß nicht, was besser ist, als es dir gibt. Ja, ich auch nicht, aber ja. Aber wenn kein Loch reinfahren? Eine neue Herausforderung. Patricia muss in die Baustelle einfahren. Und dann noch in die unfertige Halle. Alle Einfahrten und Tore sind nicht unbedingt für Transporte dieser Art ausgelegt. Und Patricia leistet erneut Millimeterarbeit vom Feinsten. Geschafft. Jetzt nur noch den Auflieger zurückschieben und schon stehen die Leimbinder genau dort, wo die Baustellenarbeiter sie brauchen. Und Patricia hat es mächtig Spaß gemacht, stimmt's? Nein, es macht einfach Spaß, also mir taugt's. Und ja, je aufwendiger das wird, desto lustiger wird's für mich. Weitermachen.